Ihr wollt wissen, warum ich hier so abhänge? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. Und Musik ändern. So. Wir brauchen für unsere elektromagnetischen Steuerstäbe hier, also für die Kollegen, Statoren und Highspeed-Anschlüsse. Highspeed-Anschlüsse haben wir von hier schon. Oder würden wir von hier kriegen, sobald wir da Turbodraht und Platinen reinsetzen. Turbodraht ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Dafür bräuchten wir erstmal 8 Konstruktoren und dann nochmal, was ist das? 19 Fabrikatoren. Die müssen wir dann, sollten wir irgendwie hier hinkriegen. Vielleicht kriege ich die hier in die Ecke rein. Das wäre ganz schön. Und die brauchen wir dann aber auch nochmal in Verbindung mit 52 Assemblern für die Platinen. Und da sehe ich mich jetzt nicht so platztechnisch auf dieser Ebene. Da muss ich definitiv eine Ebene höher setzen. Ich habe nach dem letzten Mal überall hier Rezepte reingesetzt. Ich glaube, das hatten wir schon zusammen gemacht. Keine Ahnung. Habe Strom eben angeschlossen und wie versprochen die Verkabelung hier. Also nicht Verkabelung, sondern das Anschließen gemacht. Irgendwo hatte ich genau hier. Wir brauchen verdammt, also für Computer brauchen wir verdammt viele Schrauben. Aber praktischerweise funktioniert das so, dass alle 6, also ne, dass 6 Stück genau ein 780er Band sind. Das heißt, geht hier rein, macht 6 Stück, dann kommt da das nächste, ohne dass es weitergeht, geht da rein und da hinten nochmal für die letzten 2. Also um das Thema haben wir uns auch schon mal gekümmert. Ich würde jetzt gerne die Statoren anfangen, indem wir die Assembler dafür aufbauen. 32 Stück. Da wäre halt die Frage, wo kriege ich die hin? Weil wir haben ja hier unsere Blaupausen. Ah, hier mit Input und da. Und okay, ich muss das Zeug noch holen. Da hätten wir 3, aber wenn ich die so hinsetze, ist das ein bisschen wenig. Wie groß ist denn das überhaupt? Das ist auch schön fast 4 breit. Das ist ordentlich. Aber habe ich gesagt? 32 durch 3. 10 Stück. Das sollte aber von der Länge her reichen. Also die können wir definitiv hier nebensetzen. Das ist schon mal eine ganz gute Sache. Und können die da reinpacken. Wir könnten aber auch die Schrauben uns holen und hier oben machen. Da ist das zwar eigentlich Quatsch, dass ich die nach unten leite, aber egal. Dafür bräuchten wir 46. 46 durch 6. Bring ja nochmal 8. Ich glaube, okay, wir setzen uns hier die Schrauben für da rein. Da machen wir gar nicht die Statoren. Und überlegen uns, ob wir das andere hier hinkriegen. Also machen wir jetzt da. Bauplan, weil der ist ein bisschen 6er Konstruktoren ist ganz gut. Dann können wir damit nämlich hier mal 8 reinschreiben. Dann müssen wir nachher nur 2 Maschinen da abmachen. Und dann müssen wir auch nicht so viel holen. Sollten wir hinkriegen. Ich habe übrigens über Moment, hier über die erweiterten Spieleinstellungen Fortschritt. Ich habe einmal auf Unlock All Tiers geklickt. Ich hatte ein Problem, mir ist mehrfach das Spiel abgestürzt, und zwar entweder, wenn ich von oben hier lang in den Bereich gekommen bin, oder beim Zurückfahren ist es auch hier irgendwo, also quasi beim Wieder-Rausfahren. Immer,
genau in diesem Bereich ist mir das Spiel mehrfach weggeschmiert. Ich weiß nicht warum, weil da ist am wenigsten. Deswegen habe ich gesagt, komm, nur dafür machst du das jetzt nicht. Schalt es eben so frei. So viel zur Transparenz. Das brauchen wir. Guck mal. Da reichen sogar 100. Die nehmen wir direkt mit. Machen uns dann noch Kabel. Das haben wir hier. Falsch. Das haben wir hier. Falsch. Dann haben wir das. Nein, da auch nicht. Da haben wir es. Ja, brauche ich aber ein bisschen mehr mit. Wie sieht es eigentlich aus? Ach, wir haben Platz satt. So. Fangen wir erstmal damit an und dann können wir uns überlegen und prüfen, ob wir vielleicht hier den anderen Rest hinbekommen. Okay. Zweiter Monitor wird gerade schwarz. So. Bauplan. Die 6er. Wir wollen das. Wie rum wollen wir das eigentlich machen? Eigentlich macht es Sinn, die hier rauszuleiten, ne? Weil wir wollen die hier vorne haben. Dann machen wir das doch auch so. Und das setzen wir genau auf die Mitte. Ist das da ein bisschen eng? Ne, das ist eigentlich ziemlich gut. Was richtig gut gewesen wäre, wenn ich da jetzt noch Platz hätte, um da was anzuschließen. Aber egal. Macht nichts. Allgemein ist der Platz ganz gut, den ich jetzt habe. 8 Stück haben wir gesagt. 1. Ja, du bist auch richtig rum. 2. Das kriegt der nicht. Das kriegt er hin, aber man muss ihm das beibringen, dass er es richtig macht. So, dahin. So, wir müssen einen mehr machen, als da jetzt steht. Eine Fehlsetzung hatten. Oh, schönes Wort. So. Oh, vielleicht haben wir da hinten noch gut Platz für Sachen. Ah ja, und ich habe das Ganze in die Richtung um eine Reihe erweitert. Damit wir da quasi einmal um die Ecke rumkamen. So. Das ist ganz gut. Jetzt habe ich gesagt, das war 0,66666. Also machen wir einmal den. Wir wollen... dich weghaben, dich weghaben, dich weghaben, du. Da, die, ö, drei. Einmal weg. Den weg. Guck mal, ich habe übersehen. Den weg. Den weg. Und den weg. So. Das heißt, der ganze Spaß geht in die Richtung. Wie sieht das eigentlich aus? Kriege ich die? Ja, den kriege ich nicht so verbunden, wie ich jetzt gerade gehofft habe. Und hier... Oh, aber den kriege ich gut verbunden. Den kriege ich gut verbunden. Komm her. Ja, also den hätten wir da dran. Und ich könnte jetzt auch noch den machen. Problem ist, dann komme ich von da aus nicht dahin weiter. Was brauche ich denn nochmal? Also mir ging es darum, dass ich die beiden Kollegen und den Energiespeicher wieder habe. Stahlrohre. Die Highspeed-Anschlüsse sind halt ein Problem. Die müsste ich wirklich fertig kriegen. Dann könnte ich mir die halt zwischensnacken. Dann könnte man die aktualisieren. Aber ich finde diese... Kollegen, einfach zu teuer, muss ich sagen. So. Das machen wir aber anders hier.
Wir schnappen uns hier ein Kabel, setzen es. Können wir es dazwischen setzen? Nein. Setzen es quasi. Wo sieht es denn gerade aus? Da sieht es gerade aus. Packen dich da dran. Gehen hier vor den nächsten. Das fällt mir erst jetzt auf. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum, wenn ich manchmal die Stromleitung ziehe, ich den Strommast nicht aktualisieren kann. Hallo? Ich setze jetzt keinen Vierer mehr, ich setze automatisch einen Siebener. Ja. Sollte das schon mit Update 7 reingekommen sein, was ich schon nicht mehr weiß? Dann upsi. Ist das jetzt mit Update 8 reingekommen? Dann Dankeschön und upsi. So. Da ran. Warum fühlt es sich an, als ich gerade einen vergessen habe? Oh Quatsch. Ruckel ein bisschen. Okay. Ja, da kann ich nicht anschließen, das weiß ich. Da würde ich gerne hin. Das sieht total bescheuert aus. Die zwei Leitungen direkt nebeneinander. Aber macht nichts. So. Packen wir es drauf. Dann müssen wir die gleich noch miteinander verbinden, damit das schön reingeht. Das passt gar nicht. Das heißt, wir müssen irgendwo zwischendurch auch die rausnehmen. Okay. Alles halb so wild. D3. Das machen wir, wenn es soweit ist. Weil eigentlich haben wir hier schon zwei Reihen. Was ja gar nicht schlecht ist. Denn mit zwei Reihen können wir den Spaß ja. Dann haben wir ja schon mal 1560. Wieder rauskommen. Das heißt, es fehlen irgendwo noch 300 irgendwas. Genau. Ich weiß noch nicht mal, was ich hier jetzt für Schrauben eigentlich einstellen muss. Habe ich noch Jahr mit Jahr nachgeguckt. Der Kollege. Das sieht teilweise aus, als würde es in die falsche Richtung laufen. Das irritiert. Nein. Dahin. So. Dann gucken wir doch mal eben. Wir brauchen. Wir brauchen gerade mal 455 Iron Rods für. Also. Puh. Wo packen wir die denn hin? Da brauchen wir auch nochmal 17 Konstruktoren. Das wird interessant. Egal. Wir fangen hiermit an, weil die Eisenstangen stellen wir noch nicht her. Das heißt, Stahl machen wir nicht. Wir machen das nicht. Wir machen Schrauben.
455. Hier. Passt sogar. Einer davon soll nur einen halben machen. Da sind unsere 20. So. Wo waren wir? Achso. Ich mache das jetzt so. Ich gehe einmal da lang. Und dann mache ich den Rückweg. Wir müssen mal gucken, ab wie viel haben wir denn. Okay. Haben wir denn den Punkt, wo wir rausnehmen müssen? Wo die. Wo die 87 voll sind. Oh, mein Telefon. Mann, ich bin ja ein Profi. Ich habe schon mal die Rezepte reingemacht. Musstet ihr euch nicht angucken, ist doch auch schön. Gut, jetzt müssen wir zählen. Aber wir zählen, ups, wir zählen von der anderen Seite. Und rechnen. So. Guck mal, und den habe ich sogar vergessen. Denn, wir haben 40 pro Minute. Das heißt, 180 durch 40 sind 19,5. Warum denn immer ein halb? Da wäre halt echt die Frage, ob ich nicht besser die 2 wieder hinten dran mache. Mache dann meine 19 und setze. Moment, kommt das hin? Könnte ich 19,5 machen, also wirklich auf 50% setzen. Egal. Wir machen das jetzt einfach so. Wir zählen jetzt mal 19 ab. Und dann beim 20. gucken wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, das ist meine Nummer 20 hier. Das heißt, hier haben wir die 19. Wir machen da einen. Wir machen hier einen Splitter rein. Machen dort einen Fusionator hin. Lassen den da rauslaufen, das ist schon mal ganz gut. Der kriegt dann da nochmal ein Stück zu. Das Förderband hat ein. Ist das denn ernst? Dann mach es halt so. Mein Gott. Muss ich aber anstellen. Okay, das geht da rum und da rein. Da käme unser 780er Band raus. Ich mache jetzt mal ganz bewusst eben eins hier hin, auch wenn wir. Egal. Jetzt haben wir den gleichen Spaß mit dem Kollegen. Auf der anderen Seite, macht es Sinn, da einen Splitter zu haben? Macht gar keinen Sinn. Warum soll ich da was ausbitten? Besser. Er splittet. Deswegen wollte ich da einen Splitter haben. Er muss aufsplitten. Das heißt, du raus. Du weg. Dort kommt ein Splitter hin. Der da reingeht. Also. Rein. Da weg.
Und hier setzen wir uns mal eben. Perfekt. So, jetzt haben wir, also bis dahin haben wir wohl 760, das heißt da 20 dazu, 87. Passt. Den gleichen Spaß machen wir auf der anderen Seite. Dann setzen wir uns dort einen Fusionator hin. Ein Loch in die Richtung. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Wir nehmen uns den. Stellen ihn hier vor. Ah. Das da. Da. Ich hätte auch einfach E drücken können. Und ein Förderband noch hier vorne hin. Perfekt. Das bedeutet, wir haben 40, 60, 40, 80, nicht 40, 60, also 60, 100, 160, hier nochmal 160, 40, 80, plus 20, sind 100, plus 30, Entschuldigung, 130, 130 sind 260, plus 1560 sind 1820, das passt. Unfassbar. Das heißt aber auch, dass ihr bitte wunderbar hier rauskommt und euch hier vorne verbindet und die Richtung wechselt. Das macht Sinn, glaube ich. Perfekt. Damit hätten wir den Spaß. Und den können wir jetzt nochmal wieder abreißen und genau andersrum bauen. Gut, dass wir es gemacht haben, ne? So sollte das doch immer laufen. Oh Mann. Einmal das Telefon bringt mich so aus dem Trott. Nee, wir machen dich diesmal so. Zack. Du da dran, du. Zack. So. Hier geht's in den Untergrund. Es macht auch Sinn, dass das hier runtergeht, weil hier ist ja weniger drauf. Das ist das Ding, was da hinten hin muss. Vielleicht genau andersrum zu bauen, wäre viel intelligenter gewesen in dem Fall. Oder das da hinten zu machen. Aber nein! Ich muss dir tolle Ideen haben. Mach. So, du warst ja nur zum, damit ich das noch weiß. Innerhalb von 3 Minuten vergesse ich hier gerne mal Sachen. So, das heißt, du gehst runter. Das war nicht richtig. Du bist doch bestimmt auch nicht richtig rum. Du bist sowieso gar nicht richtig. Was mache ich denn hier? Läuft heute wieder richtig gut. Kennt ihr das?
Ist so ein Tag, an dem man sich denkt, hä? Warum bin ich heute Morgen aufgestanden? War eine doofe Idee. Mach ich nicht nochmal. Ja, weg damit. Dahin. Und rein da. So. Jetzt ist wichtig, welches brauche ich denn da? Das ist das. Habe ich auf das obere gesetzt, ne? Ja. Oben hin. Das heißt, in dem Fall ist es der Kollege hier. Wir haben den. Das von unten aus. Ist das sehr schräg oder ist das sogar... Oh! Ja, fast gerade gewesen. Aber das kriege ich auch nicht schön begradigt, deswegen lassen wir das. So, du musst nach dorthin. Dort ganz hin. Und du musst ebenfalls nach dorthin. Das mehr Sinn, den hier lang zu leiten? Es ist vollkommen egal. Ich muss hier vorne sowieso mich weiter nach unten bewegen. Okay. Ja, das heißt, du kommst von da nach da. Und danach gucken wir weiter. Ähnliches gilt für den Kollegen. Du gehst mal dahin. Ich gehe mal eben neue Platten holen. So schön. Ich fährt erst da hinten hin, um dann wieder runter zurückzufahren. Ein Hin und Her. Wunderbar. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Braucht man immer mal, ne? Und du kannst weg. Eieiei. Es ist auch schön. Ich muss. Ja, hoch mit dir. Ich muss mit dem gleich wieder den da kreuzen. Das heißt, ich werde den jetzt weiterhin tief lassen. Oh, warte. Da müssen wir erst hin und sagen, wir hätten dich gerne da und da. Habe ich nicht gerade irgendwo? Da. Bin genau drunter. Auch schön. So. Jetzt kommst du mit. Erzähl's mir mal, wo du hin musst. Du musst hier irgendwo hin. Das ist gut angezeigt. Dann aber eins. Zwei. Nee, nicht da oben. Eins. Zwei. Nee, Quatsch. Da ist das. Zwei. Eins. Zwei. So.
Eieieiei. Einmal. Da dran. Dahin. Und. Achso, da habe ich noch gar nichts. Dass es dann wieder hochgeht. Okay, der wäre auch angeschlossen. Dann fehlt dort der. Also ich muss ja sagen, ich finde die Dinger so klasse, die Beckenhalterungen. Wo bist du? Wo ist das Loch hin? Wo ist das Loch hin? Habe ich dich den einen jetzt hier ans Falsche angeschlossen oder was? Moment. Der geht nach da. Der geht hier rum nach da. Da hinten bist du. Der sich aber auch versteckt, der Kollege. Da. Das machen wir jetzt noch eben zusammen fertig. Und dann, würde ich vorschlagen, mache ich zum nächsten Mal die. Moment. Ich hab's gleich. Oh, ich hasse das. Die sind super, wenn man da drüber noch nichts gebaut hat. Das wollen wir so nicht. Wir wollen das. Eins, zwei. Jetzt noch einen darüber. Danke. Danke. So, da vorne hoch. Ich würde zum nächsten Mal schon mal die Eisenstangen aufbauen. Da muss ich eh noch gucken, wie ich das mache. Wobei, die dürften da hinten direkt dran passen und dann werden die da reingeleitet. Sind ja Gott sei Dank nicht so viele. Und auch direkt das Eisen dran schließen. Dann haben wir nämlich den Teil abgeschlossen. Zack. Zack. Okay. Das macht Sinn, oder? Ja, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen? 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 Tschüss!